Salut, meine Lieben, und einen wunderschönen Freitagnachmittag. Es ist wieder soweit. Plaudereien aus dem Nähkästchen. Freitagnachmittag, 15 Uhr, Kaffeezeit. Ich habe mir meinen Kaffee gemacht. Trink, bevor ich anfange, mit euch zu plaudern, natürlich meinen obligatorischen ersten Schluck, der noch warm ist. Und dann geht's auch schon los. Ich freue mich, dass ihr da seid und alle, die noch nicht da sind, ihr wisst ja, ihr könnt ganz entspannt in Ruhe nochmal nachgucken. Und heute ist, ja, gerade scheint mal die Sonne, eben ging die Welt noch unter. Wir haben draußen wieder so einen Apriltag, der aber Gott sei Dank so richtig schön warm ist und von daher habe ich voll die Frühlingsgefühle. Ich habe also wirklich große Lust, wieder was zu verändern, was neu zu machen, neu zu dekorieren. Aber da halte ich mich noch zurück. Ich weiß, in den nächsten Tagen wird es wieder ein bisschen kühler, gerade draußen. Ich habe zwar schon ein paar kleine Frühlingsblüher hier und da versteckt, habe die allerdings auch wieder schön zugedeckt. Mit Tannengrün und wenn es jetzt wieder kalt wird, dann glaube ich, dann schaffen die das trotzdem. Aber hier drinnen auf alle Fälle habe ich große Lust, wieder was Neues zu machen. Und das liegt wahrscheinlich unter anderem auch daran, dass ich in den letzten Tagen wieder tolle Post aus Frankreich bekommen habe. Einige Musterpakete von meinen Stofflieferanten, von meinen Stoffherstellern haben mich erreicht. Und da habe ich natürlich ausprobiert, Probe gewaschen und bin jetzt dabei, mir zu überlegen, was ich aus den kleinen Stoffstücken nähen werde, um auszuprobieren, ob sie für Tischwäsche geeignet sind oder eben für Wohntextilien oder für irgendwelche anderen schönen Sachen, die ich euch präsentieren kann. Und ja, ich bin heute mal wieder in einer ganz anderen Ecke. Das liegt einfach daran, dass ich gedacht habe, okay, heute muss ich mich mal hinstellen, weil ich so viel zu zeigen habe. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. In den letzten Tagen habe ich in die Stories immer mal wieder so ein paar Umfragen reingestellt, vor allen Dingen wegen der neuen Stoffe, weil es nutzt ja gar nichts, dass mir die gefallen. Euch sollen sie ja gefallen. Und ihr seid ja letzten Endes die, die sie auch kaufen, dann die Tischdecken und die Servietten und die schönen Kissen. Und von daher habt ihr natürlich auch ein großes, großes Mitspracherecht, wenn nicht sogar eigentlich seid ihr ja die Wichtigsten, was es die Stoffe angeht. Und wie gesagt, ich habe da schon mal ein paar Stories gemacht und ich Dödel habe irgendwie total vergessen, bevor die Story abgelaufen ist, mir die Ergebnisse zu notieren. Das heißt, ich habe so eine ungefähre Ahnung. Ich habe ja immer mal wieder reingeguckt und mich total gefreut, dass ihr so rege mitmacht und dass ihr wirklich ja, mir die Arbeit nicht unbedingt erleichtert, weil 20 Leute machen mit und es gibt natürlich 20 verschiedene Meinungen oder jedenfalls einige, die sich immer wieder zusammenfinden. Ich finde das toll, dass euch alle Stoffe gefallen, die ich in der Vorauswahl hatte, die ich euch präsentiert habe. Aber irgendwie müssen wir ja doch mal so ein bisschen zusammenstreichen, denn erstens habe ich nicht so viel Platz, zweitens kann ich gar nicht so viel verarbeiten und drittens sollen die Stoffe natürlich auch was ganz, ganz Besonderes sein. Und ja, von daher möchte ich euch heute die nochmal live zeigen, weil die Nachfragen kamen nämlich auch, weil man natürlich auf den Fotos immer nicht so sieht, okay, wie groß sind die Muster und kann ich mir das vorstellen so als Tischdecke oder kann ich es mir vielleicht für was anderes vorstellen oder wie sehen die richtig in echt aus, also nicht im Foto. Und von daher habe ich mir überlegt, dass ich mich heute also hier mal schön hinstelle in meine Stickecke, also so hinter mir seht ihr meine große Stickmaschine, die habe ich jetzt gerade mal ausgestellt, damit wir nicht so einen Krach haben, damit wir uns gut unterhalten können. Also ich zeige euch jetzt erstmal die Stöffchen und erzähle euch ein bisschen was dazu und schreibt mir super, super gerne bitte in den Chat direkt da unten rein eure Meinung, ob sie euch gefallen, auch ob sie euch nicht gefallen natürlich, wenn ja, warum und wenn nein, warum, interessiert mich noch viel mehr, ob euch die Farben gefallen, ob ihr lieber andere Farben hättet oder was auch immer. Also schreibt mir super gern da unten in den Chat rein, da würde ich mich freuen. Und alle, die die Aufzeichnung angucken, schreibt es bitte gerne in die Kommentare, weil der Chat, der wird nachher weg sein. Also, wie gesagt, ihr schreibt da rein und ich fange mal an. Vorher noch einen Schluck Kaffee, damit er nicht kalt wird, aber das sind wir ja gewöhnt. Und dann fange ich direkt mal an. Also es gibt im Moment
oder nee, ich fange mal anders an. Ich habe mir mal ganz bewusst keine Leinenstoffe ausgesucht, weil ich von einigen von euch schon gehört habe, oh nee, Leinen ist nicht so mein Ding und das ist mir zu fein oder zu schwer oder ich möchte es einfach nicht. Ich möchte gerne Baumwollstoffe. Und natürlich hat mein französischer Hersteller auch super schöne Baumwollstoffe, die ich bis dahin aber eigentlich nicht in Erwägung gezogen habe. Aber wenn ihr euch die wünscht, möchte ich die euch natürlich sehr gern anbieten. Und vor allen Dingen haben die natürlich auch ganz tolle Designs, die es sonst im Leinen jetzt nicht unbedingt gibt. Von daher habe ich mir da einiges schicken lassen aus der neuen Kollektion. Die kommen nämlich immer so zum Jahresanfang raus und werden dann präsentiert. Und jetzt geht's los. Also, einmal haben wir diesen Baumwollstoff mit französischen Motiven und Mustern. Ich sehe gerade wieder, ich hätte wieder diesen Filter suchen müssen, damit sich's nicht spiegelt. Aber letzten Endes könnt ihr ja trotzdem sehen, wie der Stoff aussieht. Das ist also ein naturfarbener Grund und dann ist bordeauxfarbene rote Schrift. Das ist ein Baumwollstoff. Den gibt es in... Also die maximale Breite der Tischdecke könnte ungefähr 1,50 Meter sein. Also das finde ich schon ganz gut. Das ist nämlich bei den Leinenstoffen meistens nicht so. Die gehen maximal bis 1,40. Also da könnte man eine schöne breite Tischdecke draus kriegen. Die Länge ist natürlich wie immer Open End, so wie ihr möchtet. Das sind immer 25 Meter auf so einer Rolle drauf. Und von daher glaube ich nicht, dass einer so einen langen Tisch hat. Also das wäre, wie gesagt, das, der eine Stoff. Den gibt es auch als beschichteten Baumwollstoff. Wenn ihr schon eine Weile dabei seid, dann wisst ihr, dass ich auch diese beschichteten Baumwollstoffe total gerne mag. Das liegt einfach daran, dass man die im Sommer einfach mal abends auch draußen liegen lassen kann. Den tut auch so ein Regenschauer nichts Schlimmes. Oder wenn ihr doch mal kleckert, nehmt ihr einfach einen feuchten Lappen und wischt die Decke weg. Ich erzähle eigentlich schon mal heute. Wischt den Fleck weg und dann braucht ihr die Decke nicht jedes Mal waschen. Also das ist super, auch natürlich für den Innenbereich, weil ich finde, die sehen so schön natürlich aus, dass man das natürlich dann gar nicht merkt, dass das beschichtet ist. Ich zeige euch nachher mal noch ein Beispiel an einem anderen Stoff, den beschichteten und den unbeschichteten. Und da werdet ihr begeistert sein. Also ich nutze die ja schon super viele Jahre lang und auch als die Kinder klein waren, war das optimal und jetzt inzwischen ist es natürlich auch super praktisch. Wir brauchen also überhaupt nicht drauf gucken, ob mal einer kleckert oder nicht. Feuchten Lappen einfach abgewischt und fertig. Und ich nehme diese Tischdecken natürlich auch für viele andere Sachen her, gerade jetzt so im Frühling, wenn ich dann anfange umzutopfen, kommen die auf meine Arbeitsfläche, damit ich nicht alles schmutzig mache und ich nicht so viel Zeitungspapier oder so verbrauchen muss. Oder in der Weihnachtszeit, wenn ich Plätzchen backe oder wenn ich bastel oder was auch immer. Also die sind super praktisch, diese beschichteten Tischdecken. Sehr robust. Das ist das eine. Und dann gibt es noch ein Motiv, das habe ich euch nicht gezeigt in der Story, glaube ich. Und zwar sind das Noten. Lass mich mal gucken, sind das die Noten? Genau, und sind die richtig rum? Ja, genau. Also da sind Noten drauf, da sind kleine französische Mini-Textchen drauf, da wird geschrieben. Ich gehe mal ein Stückchen weg, dann könnt ihr das von Weitem sehen. Der ist eben auch ganz neu. Und dann dachte ich mir, weil ihr natürlich die Oliven so mögt, zeige ich euch den Olivenstoff nochmal. Das ist auch dieser Baumwollstoff mit Oliven drauf. Und den zum Beispiel kann ich euch jetzt mal im Vergleich auch mit Beschichtung zeigen. Das ist nämlich dann ein beschichtetes Stück. Das habe ich jetzt auch schon mal gewaschen. Und da könnt ihr das hören. Ich bin mal ganz leise. Das ist die Beschichtung, die hier oben drauf ist auf dem Stoff. Und ich zeige euch die mal direkt nebeneinander. Ja, das ist ein kleines bisschen dunkler als der Stoff, aber ansonsten sieht man da keinen Unterschied und ich finde, der sieht super natürlich aus. Der fällt auch ganz schön, also kein Vergleich zu diesen typischen Wachstuchtischdecken und sieht sehr, sehr wohnlich und gemütlich aus, auch im Innenbereich. So, wie gesagt, die Oliven haben wir und dann fand ich besonders süß auch, es gibt mal Punkte. Schaut mal, da gibt es einmal diese schönen, dezenten Punkte, die passen wirklich auch zu jedem Geschirr und auch zu gemustertem Geschirr. Und die Punkte gibt es nämlich zum Beispiel auch beschichtet. Und die Punkte gibt es auch noch in anderen Farben. Schaut mal, die gibt es einmal noch mit Blau, Türkis und Weiß, dass mal ein bisschen Farbe ins Spiel kommt.
Und dann auch noch richtige Mädchenfarben. Pink und rosa. Die gibt es da auch. Und das sind, wie gesagt, alles schöne breite Stoffe. Da kann man schöne breite Tischdecken draus machen. Sind auch sehr schön weich. Das heißt, man könnte auch große Servietten zum Beispiel und Kissen vor allen Dingen auch zum Kuscheln kann man da toll draus machen. Das funktioniert auch wunderbar. Und dann habe ich noch einen Stoff. Da wollte ich euch mal fragen. Den habe ich euch nämlich noch nicht gezeigt, aber vielleicht mögt ihr ihn ja. Was haltet ihr denn von Punkten? Mögt ihr Punkte? Steht ihr auf Punkte? Weil das sind nämlich jetzt auch neue Baumwollstoffe. Das sind dann richtige Baumwollstoffe, ohne irgendwelche Maserung, ohne irgendwelche Faserung. Das heißt, das ist eben aufgedruckt. Und die gibt es dann in ganz vielen verschiedenen Farben und eben auch in beschichtet. Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel mal das beschichtete Baumwollmaterial. Horcht mal. Da ist oben die Beschichtung drauf. Das heißt, das kann man super abwischen. Und das trocknet auch ganz einfach, wenn es draußen liegt. Also wenn da mal ein Regenschauer drauf kommt, kann man es einfach runterschubsen. Das trocknet dann ganz wunderbar ab. Und da braucht man nicht immer rein- und rausräumen. Ich zum Beispiel habe davon auch schon einige Kissen genäht, habe einige Kunden, die schon Kissen davon haben und ich selber habe die auch. Das heißt, die Kissen lasse ich einfach auf der Bank stehen. Die ist so halb überdacht, meine Bank. Und dann kann da gar nichts passieren. Und wenn sie doch mal nass werden, dann trocknen sie ganz schnell wieder durch den Wind. Also wie gesagt, Pünktchen hätte ich da noch. Das würde mich mal interessieren, wie euch Punkte gefallen und ob euch Punkte gefallen. Also schreibt gerne mal da unten rein. Und dann gibt es auch noch den Klassiker. Ah, da hinten. Also ihr seht, ich muss hier richtig rumkrabbeln heute. Ich habe richtig viel liegen. Dann gibt es noch den Klassiker Lavendel natürlich. Ihr kennt vielleicht schon meine kleinen Lavendelsäckchen. Die sind weiß und haben dann so Lavendel drauf. Und das ist jetzt wieder in Naturfarbe und auch in Beschichtung möglich. Also, wenn ihr Lavendeltischdecken mögt, schreibt mir gerne mal rein, ob euch der Stoff gefällt. Das ist nämlich genau die gleiche Qualität wie die anderen, die ich schon Probe gewaschen habe. Und da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Also das ist eine wirklich sehr gute Qualität. Die kann ich euch empfehlen. Und dann habe ich noch zwei Sachen. Die habe ich selber hier jetzt noch gar nicht so benutzt. Ich habe sie aber schon sehr, sehr oft in Frankreich gesehen. Und habe sie auch schon bei anderen Leuten gesehen. Und ich wurde auch schon auf Märkten ganz oft drauf angesprochen. Und deswegen dachte ich mir, okay, probiere ich mal solche Muster. Lasse ich mir mal solche Muster kommen. Und zwar sind das die etwas bunteren Stoffe. Die etwas bunteren Stoffe, die so ein bisschen natürlich französisches Muster in sich tragen. Wie soll es auch anders sein? Anders geht es bei mir natürlich nicht. Und da gibt es jetzt zum Beispiel einen Jacquard-Stoff für Tischdecken. Und den konnte ich jetzt auch gar nicht so schön aufs Foto bringen. Deswegen zeige ich euch den jetzt einfach mal hier. Ich gehe auch mal ein Stück weg, damit ihr das seht. Der ist nämlich in einem Stück gewebt. Das heißt, ihr habt da mehrere Farben in diesem Stoff. Ihr habt einmal die Kante von der Tischdecke. Die ist im Toile de Jouy Design. Könnt ihr das sehen? Das sind so, da ist der Kranich drauf und da sind verschiedene Toile de Jouy Motive, die ganz klassischen. Vielleicht habt ihr die bei mir schon mal gesehen auf den Leinentischdecken. Das sieht ähnlich aus. Und dann der Hauptteil der Tischdecke, der ist dann rot, leicht beige meliert. Und auf der anderen Seite ist dann natürlich der gleiche Rapport wieder. So, und das wäre quasi ein Stoff, der ist schon so fertig. So, könnt ihr das sehen? Und der wäre dann in der Breite so für eine Tischbreite 1,40, 1,50. Wenn man so eine breite Tischdecke braucht, wäre der quasi vorgefertigt. Also erzählt mir gern mal, ob euch sowas gefällt. Weil da kann man leider die Breite der Tischdecke nicht variieren. Die ist dann fix. Wohingegen bei den anderen, wisst ihr ja, mache ich euch natürlich super gerne auch für eure schmaleren Tische, spezielle Tischdecken, dass es halt wirklich absolut zu euren Sachen passt. Also das wäre der. Und dann habe ich noch einen, den hole ich aus der anderen Ecke. Moment, bin gleich wieder da. So, den habe ich nämlich noch nicht auseinandergenommen und auch noch nicht Probe gewaschen. Und zwar ist das ähnlich wie das, was ich euch eben gezeigt habe, aber mit Oliven. Das ist jetzt mal ein Hauptton Grün. Das heißt, wir haben hier in der Mitte hellgrün und haben dann hier das Olivenmotiv. Und nach außen hin gibt es dann die Kanten und dann die typischen
Olivenkanten. Das ist quasi jetzt die Hälfte von der Tischdecke und dann müsst ihr euch vorstellen, dass die andere Hälfte hier nochmal drankommt. Die gibt es in grün und dann gibt es das gleiche auch für alle, die es rot lieber mögen. Schaut mal. Ja, und dann gibt es auch noch den gleichen Stoff, orange, grün und rot. So, das ist dann auch wieder so ein feiner Jackardstoff, der ist auch ein bisschen fleckenabweisend, der ist so ganz speziell gewebt und von daher perlt da Flüssigkeit auch davon ab. Und wenn man sich beeilt, wenn man gekleckert hat, dann kann man das auch super gut wieder abwischen. Das ist auch ganz neu, ein ganz neues Design von meinem Stoffhersteller in Frankreich. Kam gerade die Tage, deswegen konnte ich mich damit noch nicht weiter beschäftigen, aber ich wollte es euch gerne schon mal gezeigt haben, damit ihr wisst, was euch vielleicht erwartet oder aber damit ihr mir natürlich auch eure Wünsche schreiben könnt, weil ihr wisst ja, ich mache super gerne Sachen, die euch gefallen und die ihr euch wünscht, weil da kommen nämlich die besten Dinge dann dabei raus. Also schreibt mir super gerne, wenn ihr euch die Stoffe angeguckt habt, welche euch gut gefallen, welche euch vielleicht auch nicht so gut gefallen. Das könnt ihr mir gerne auch schreiben. Ich bin da super offen für Kritik und natürlich freue ich mich, wenn ihr mir ein bisschen bei der Auswahl helft, weil ich habe hier nämlich schon eine ganze Menge Rollen an Stoff stehen und das werden auch immer mehr, denn ich kaufe ja immer so eine Rolle, da sind 25 Meter drauf und die verarbeite ich natürlich nicht an einem Stück. Ich mache ja sehr, sehr viele Maßanfertigungen, habe von daher immer eine Mustertischdecke oder Musterservietten, sage ich jetzt mal, hier bei mir im Atelier, damit, wenn ihr zu mir kommt, ihr euch was angucken könnt, ihr was anfassen könnt und auch so eine Dimension habt, wie groß ist das, wie sieht das Muster aus. Und die Sachen nehme ich ja dann auch immer mit auf die Märkte, entsprechend der Jahreszeit und der Saison. Und von daher habe ich eben hier die Muster und fertige dann danach eure Wunschtischdecken oder eure Wunschservietten an, so wie euch die gefallen, so wie ihr sie braucht für euren Tisch, in der richtigen Länge und in der richtigen Breite. Und deshalb muss ich mich halt ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht zu viele Rollen an Stoff hier stehen habe. Und ja, ich habe über den Winter wieder einiges verarbeitet. Einige Stoffe sind nicht mehr da, sind leider auch nicht mehr verfügbar, was natürlich total traurig ist, aber es ist nun mal der Lauf der Welt. Auch die Stoffhersteller wollen neue Kollektionen auf den Markt bringen oder müssen neue Kollektionen auf den Markt bringen. Und von daher wird eine gewisse Menge an Stoffen produziert. Und wenn die dann abverkauft sind, dann hört es halt leider auf. Deswegen wartet immer nicht so lange. Wenn ihr was seht, was euch interessiert, was euch Freude machen würde, meldet euch bitte schnell bei mir. Ich reserviere euch auch sehr gerne gewisse Stücke für eine gewisse Zeit. Das ist gar kein Problem. Aber ich muss es halt wissen, weil ansonsten hatten wir nämlich schon wieder das Problem, dass dann jemand kommt und sagt, oh, ich habe da vor ein paar Wochen das und das gesehen und dann ist es manchmal sogar leider schon weg. Das möchte ich natürlich nicht, deswegen seid ihr hier die Ersten bei Instagram, denen ich die Stoffe zeige. Ihr habt die erste Auswahl und ihr könnt vor allen Dingen auch mitreden, was ich dann eben aufnehme. So, manche Sachen habe ich ja schon, von denen habe ich ja schon einiges produziert und die befinden sich auch im Online-Shop zum Anschauen. Da könnt ihr gerne nämlich auch mal wieder reingucken. Ich bin da gerade dabei, wieder ein bisschen was umzustellen und ein bisschen was neu zu machen und ein bisschen zu organisieren, damit es auch richtig schön ist, damit es benutzerfreundlich für euch ist. Also guckt gerne mal rein und schaut euch ein bisschen um. Apropos umschauen. Heute ist ja Nähkästchenplauderei, das heißt, ich erzähle euch, was so passiert ist in der letzten Woche. Ja, genau, letzte Woche haben wir uns ja gesehen, aber da haben wir eben nicht miteinander gesprochen, weil da hatte ich ja Besuch von der Jonna, die ihr tolles französisches Kinderbuch hier vorgestellt hat. Von daher konnten wir gar nicht sprechen und ich wollte euch noch ganz kurz erzählen, der Januar geht ja jetzt fast zu Ende, es sind nur noch ein paar Tage und somit geht auch die Galette des Rois Zeit zu Ende. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich mache jetzt hier bei mir im Atelier Genuss-Events, damit ihr in den Genuss von französischen Traditionen, von französischen Leckereien kommt, bei mir die schöne Aussicht genießen könnt und sogar auch noch ein bisschen was über Tischdekoration mitnehmen könnt nach Hause. So ein paar Tipps, paar Kniffe, die ich euch verrate, so ein paar Infos gebe, wie ihr selber gewisse Partys eben einfach Partytische dekorieren könnt und so weiter. Und da gibt es halt diese Genuss-Events. Und Januar war jetzt eben der Monat Galette des Rois.
der ist jetzt fast vorbei. Wir hatten super schöne Veranstaltungen, es hat richtig viel Spaß gemacht. Und nächste Woche sind wir ja dann schon im Februar und deswegen wollte ich euch schon mal informieren über das Thema im Februar, damit ihr euch schon mal Gedanken drüber machen könnt und damit ihr, wenn ihr möchtet, natürlich auch schon eure Termine buchen könnt, denn ich mache diese Genuss-Events immer nur auf Voranmeldung. Und weil der Februar erstens ziemlich kurz ist und ich zweitens im Februar auch noch ein paar Tage in Urlaub fahre und ja auch Faschingszeit ist, zögert also nicht zu lange, wenn ihr Interesse habt. Das Thema im Februar ist nämlich La Chandeleur. La Chandeleur ist, kann man eigentlich sagen, das Lichterfest. Ich würde mal sagen, das ist das Crêpe-Fest der Franzosen. Am 2. Februar wird in ganz Frankreich La Chandeleur gefeiert. Das heißt, da werden überall Crêpes gebacken und diese runde Form dieser goldenen Crêpes soll halt quasi die Sonne symbolisieren. Das heißt, die Sonne kommt zurück, es wird wieder heller, es wird wieder wärmer. Und ja, das feiern die Franzosen mit ihrem Crêpe-Fest und da gibt es dann eben die typischen Crêpes, die süßen Crêpes und dann eben auch herzhafte Crêpes. Man trifft sich wie immer in Familie, mit Freunden, im Sportverein. Überall wird eben diese Tradition gefeiert und deswegen möchte ich das mit euch natürlich auch machen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, euch bei mir so einen Nachmittag oder einen Spätnachmittag zu reservieren mit einem Crêpe-Fest. Das heißt, es wird Crêpe geben, süße oder herzhafte, das können wir absprechen, je nach Tageszeit und Lust und Laune. Ihr kriegt von mir meine absoluten Special-Crêpe-Rezepte, die garantiert immer gelingen und richtig, richtig französisch schmecken. Dann gibt es schöne Tischdeko der Jahreszeit entsprechend, denn jetzt aktuell ist nicht nur die Zeit der Crêpe, sondern auch die Zeit der Mimosen zum Beispiel in Südfrankreich. Wenn ihr also schon mal geguckt habt, ich habe hier bei mir im Laden wieder Mimosen, die habe ich mir bei meiner Floristin bestellt. Es duftet ganz herrlich und ja, das ist so ein Lichtblick im Winter und ich zeige euch, wie ihr euch selber so ein bisschen Lichtblicke in eure Winterdeko holen könnt, wie ihr euren Tisch im Handumdrehen ruckzucki hübsch stecken könnt. Und dann gibt es natürlich auch alles in schriftlicher Form, damit ihr das mit nach Hause nehmen könnt, damit ihr das alles nachmachen könnt. Und all das gehört halt zu diesem Genuss-Event. Ich habe immer nicht viel Platz. Wer schon hier war, weiß das. Das heißt, meldet euch einfach bei mir, reserviert rechtzeitig. Und dann würde ich mich natürlich total freuen, euch im Februar zum zum Crêpe-Fest begrüßen zu können, weil Crêpes sind wirklich schon richtig, richtig lecker. Ich sag's euch, vor allen Dingen die französischen. Also lasst euch das nicht entgehen. Meldet euch an, meldet euch einfach bei mir, schreibt mir oder ruft mich an oder kommt einfach hier bei mir im Atelier vorbei. Ich bin ja Montag bis Freitag immer von 14 bis 17 Uhr hier. Außer am Montag. Am Montag werde ich einen Ausflug machen, sofern mich die Deutsche Bahn lässt, nach Frankfurt. Da findet nämlich die Ambiente statt. Das ist eine große Fachmesse für Ambiente, alles was Deko angeht, was Wohnen angeht, was Living angeht, Lifestyle und was auch immer. Da werde ich mal hinfahren, um mich ein bisschen für euch umzugucken nach den neuesten Trends, nach den neuesten Trendsfarben und werde auch einige von meinen Lieferanten besuchen. Die stellen da nämlich auch aus. Von daher werde ich am Montagnachmittag nicht im Atelier sein. Ich schreibe es aber nochmal, damit ihr es alle wisst und nicht vor verschlossener Tür steht. So, jetzt habe ich schon wieder echt lange gequatscht. Ach ja, was ich euch noch erzählen wollte. Wo ist es denn? Ja. Das Glücksschweinchen. Was hat der denn dran? Das Glücksschweinchen ist verlost, macht sich auf den Weg. Die Gewinnerin hat sich auch schon gemeldet. Ich freue mich sehr. Das geht auf die Reise mit ganz vielen guten Wünschen für 2024. Das war jetzt das letzte Glücksschwein für dieses Jahr. Und wenn ihr fürs nächste Jahr auch welche haben wollt, dann schreibt euch das gerne auf oder schreibt mir direkt, dann machen wir einen Termin und ich informiere euch dann, wenn es wieder soweit ist, wenn es fürs nächste Jahr Glücksschweine gibt. Das ist nämlich immer nur eine ganz, ganz kleine Kollektion, die ich mache. Die gibt es dann mit viel Glück und Prosit und guten Rutsch und eben der Jahreszahl fürs neue Jahr gibt es mit Glücksklee oder mit Herzchen, wie man gerne möchte. Also, wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt mir gerne, dann merke ich mir das vor. So, das ist das Letzte. Das geht auf die Reise, da freue ich mich sehr.
Und ja, dann war es das eigentlich schon. Ich würde mal sagen, mehr erzähle ich euch heute nicht. Ich habe natürlich noch tausend andere Sachen, die ich euch erzählen könnte. Aber dann wird es einfach wieder viel zu lange. Und wir wollten uns ja ganz gemütlich hinsetzen und wollten ein bisschen plaudern. Und ansonsten denke ich mir mal, gibt es wirklich jede Menge nächste Woche wieder zu erzählen. Nächste Woche bin ich auf alle Fälle am Freitag. Doch, da bin ich da, genau. Weil dann ist ja schon, ist da schon den Februar? Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf alle Fälle werde ich euch nächste Woche noch ein paar tolle Sachen zu den Hasen erzählen, die jetzt gerade in Größenordnungen über meine Stickmaschine laufen. Ich habe versprochen, ich werde euch die zeigen und ich werde auch noch drüber erzählen und werde auch noch Fotos machen. Und ja, seid mir bitte nicht böse, in den letzten Tagen war wieder nicht so viel los auf meinem Instagram-Account. Das liegt einfach daran, dass ich hier, wenn ich am Arbeiten bin, so konzentriert bin. Oftmals vergesse ich dann auch Fotos zu machen, außer mal schnell für die Stories. Und ja, gerade haben sich viele Servietten auf den Weg gemacht, Frühlingsservietten, vielleicht habt ihr sie gesehen, mit persönlichen Monogrammen. Die waren in Arbeit, jetzt bin ich gerade dabei, Tischdecken zu nähen, Leinentischdecken. Der Stoff ist gerade in der Waschmaschine, den wasche ich natürlich vor, damit er dann nicht einläuft bei euch und ihr wirklich auch die Größe bekommt, die ihr gerne haben wollt und dass die Größe dann wirklich auch erhalten bleibt. Also es gibt hier echt viel zu tun. Und ich muss wirklich immer aufpassen, dass ich euch auch schreibe. Aber ich versuche es, ich gebe mir Mühe. Und ja, hinter den Kulissen hier passiert immer ganz, ganz viel. Und wenn ihr wissen wollt, was nächste Woche alles so passiert, dann schaut gerne nächsten Freitag wieder rein. 15 Uhr bin ich wieder hier, plauder für euch aus dem Nähkästchen und würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch ein super schönes Wochenende. Genießt es, macht's euch schön. Salut, bis nächste Woche.